take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming, Flovi am Start. Heute gibt es eine weitere Squad Building Challenge. Und zwar geht es heute um das tauschbare Team of the Week Upgrade. Und zwar um die SPC. Tausche ein Team gegen einen tauschbaren Team of the Week Spieler. Jetzt öffnen oder später einsetzen. Heißt für euch, ihr könnt die SPC jetzt gerne noch abschließen. Ihr seht, das Ganze geht einen Tag und 22 Stunden noch. Und die Packs könnt ihr dann aufbewahren im Shop und halt später öffnen. Heißt in 2 Wochen, in 3 Wochen, ist mir komplett egal. Und ja. Ich würde sagen, da kümmern wir uns heute drum und ihr seht wahrscheinlich am Titel, wir machen nicht nur ein Pack auf, nein, wir machen natürlich direkt mehrere auf und zwar 5 Stück. Und in dem Sinne würde ich sagen, ja, schreibt schon mal in die Kommentare, Hashtag Packluck. Ja, und wenn ihr neu seid und generell an SBCs interessiert seid, dann seid ihr eigentlich genau richtig, denn hier geht es um SBCs, also lasst gerne auch ein Abo da, Glocke aktivieren nicht vergessen und ein Like, Ziel gebe ich heute natürlich auch wieder raus. 200 Likes als Like-Grenze, wenn wir das natürlich so schnell wie möglich schaffen könnten, wäre das extrem nice. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt mal rein, schauen uns die SBC mal im Detail an. Und außerdem gab es ja gestern schon nicht die tauschbare Team of the Week Upgrade SBC, nein, es gab die Team of the Week Upgrade SBC, falls ihr das verpasst habt, könnt ihr gerne abchecken, gab es gestern wie gesagt schon. Und wie gesagt, vorhin den Tauschspieler Rashid und dann gibt es außerdem jeden Donnerstag zum Beispiel Top Artini auf dem Kanal und Foot Champions Cup SBC, falls ihr die noch machen müsst. Die gab es auch gestern im Team of the Week Upgrade SBC Video. In dem Sinne würde ich sagen, starten wir rein in das Team of the Week Upgrade tauschbar. Das ist halt wie gesagt das Geile. Wir können es diesmal tauschen, die Team of the Week Spieler, die wir hier ziehen. Dafür müssen wir auch einen 83er Squad wie bei dem Team of the Week Upgrade abgeben. Aber halt 2 Team of the Week Spieler, um halt den Tauschbaren zu bekommen. 40 Teamchemie ist genauso wie bei dem Team of the Week Upgrade. Und man kann theoretisch, so habe ich es jetzt auch gemacht, ich habe die übrigens schon im Shop vorbereitet, die Tauschspieler von gestern, die ich gezogen habe, die unnütz waren quasi, benutzt natürlich, um jetzt das tauschbare Team of the Week Upgrade zu machen. Also das auf jeden Fall schon mal als Tipp von mir. Macht das gerne und vielleicht für euch zum Tipp, zum Beispiel kann man 9 83er hier abgeben und 2 82er. Nur mal das vielleicht so nebenbei, vielleicht als Tipp von euch. So kommt auf jeden Fall ein 83er Squad zum Beispiel zustande. Und ja, je nachdem, was wir natürlich nachher ziehen, werden wir noch ein paar andere tauschbare Team of the Week Upgrade Packs machen, beziehungsweise nicht nur 5, sondern dann halt mehrere, 6, 7. Werden wir schauen, wie lange das Video geht und dann würde ich sagen, starten wir direkt mal rein. Ich habe es, wie gesagt, schon vorhin gemacht, 5 Packs vorbereitet. Ja, Leute, ich bin ein bisschen aufgeregt, ohne Witz. Wir schauen uns nochmal das Team of the Week an, bevor wir reingehen in den Shop und ob wir was Großes ziehen können. Ja, Live-Verträge, Neymar, alles klar. So, also hier das Team of the Week. Wir haben einmal Mbappé natürlich am Start. Wir haben Cavani am Start. Das wäre natürlich nice. Wir können ihn mal kurz abchecken. Cavani als vom Rating her 91er wäre natürlich top. Coins mäßig. Er bringt nicht so krass viel. 89er Mbappé wären einfach mal saftige 1,5 Millionen anscheinend. Sieht so aus. Ja, 1,2 Mille. Was so ein Modric, 92er Modric kostet 200.000. Ja, ein bisschen mehr als 200.000. Der war immer richtig nice. Was kostet Callejon? Ungefähr 50.000, also das wäre auch schon mal top. Pro Set übrigens habe ich 50.000 ausgegeben. Wir haben Goretzka am Start, der bringt über 100.000 Münzen, das ist auch top. Koscielny als 84er und Franzose bringt auch ein paar Coins. Also das sind so die Spieler, die ich ziehen will. Arias eher weniger, die von der Bank auch eher weniger. Was kostet so ein Sommer? Ist eigentlich auch noch von den Coins her okay, also damit wäre ich auch noch zufrieden. Dann Lopez als 86er noch. Ach ja, ich weiß nicht. Aber wie gesagt, sonst... Die ganze andere Bank ist eigentlich uninteressant. So wie mein Glück wahrscheinlich aussieht, werden wir hier wahrscheinlich jetzt hier 5 von der Reservebank ziehen. Das wäre natürlich wieder Standard und typisch EA. Man kennt es. Und in dem Sinne würde ich sagen, starten wir rein. Wie gesagt, das ist das Team of the Week. Zapata hier noch als 84er am Start. Und ja, Daumen drücken heißt es jetzt. Und dann schauen wir direkt mal rein. 5 Packs, wie gesagt, vorbereitet. Komm schon, EA. Hau was raus. Bitte, sie sind tauschbar. Team of the Week Spieler, let's go. Wir fangen mal mit dem ersten an. Ich würde sagen, wir fangen hinten an. Erstes Team of the Week Set, 3, 2, 1, let's go. Komm schon, EA, hau was raus. Sie sind tauschbar, ich will was sehen. Ich will den Walkout sehen und wir fangen mit einem Walkout an. Let's go, komm schon. Was werden wir ziehen? Frankreich? Innenverteidiger. Shit, das kann doch nicht wahr sein. Oh mein Gott, Koscielny. Es stimmt schon mal. Walkout stimmt. Flagge stimmt. Frankreich. Und dann Koscielny. Ah, ist das bitter, ey.
Wenn ihr die SBC gemacht habt, lasst mich aber bitte auch gerne wissen, wie viel ihr von diesen Packs gemacht habt und wie viel ihr ausgegeben habt. Das würde mich mal extrem interessieren. Und wir ziehen jetzt hier tatsächlich den französischen Walkout. Aber es ist kein Mbappé, sondern Koscielny. Das ist bitter, das ist bitter. Trotzdem geht es natürlich weiter. Also wie gesagt, wenn ihr die SBC gemacht habt, lasst mir natürlich gerne auch wissen, wie viele Packs ihr gemacht habt. Vielleicht von der Untradable oder Tradable. Und was ihr an Coins ausgegeben habt. Oder sagt ihr, hey, nee, ich bewahre die auf jeden Fall noch auf, die Packs, für ein besseres Team of the Week. Koscielny jetzt hier am Start. Wir haben es eben abgecheckt. Was bringt der ungefähr? 30.000 Münzen. Er wird wahrscheinlich oft gezogen. Das ist der Troll schlechthin. Also, fängt schon mal gut an. EA will uns auf jeden Fall recht am Anfang schon mal trollen. Machen wir weiter mit dem zweiten Pack. Team of the Week Pack Nummer 2. Komm schon, EA. Let's go. Ich will noch einen Walkout sehen. Komm schon. Kein Walkout. Jetzt bekommen wir unseren ersten Reservespieler, würde ich sagen. England, Stürmer. Und es ist 75er Cook. Ja gut. Ja gut. Das so viel dann dazu. Gerade noch den Walkout und Frankreich. Und jetzt halt, wie gesagt, der Reservespieler. Ja. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen, Leute? Das kann doch nicht wahr sein. Es kann echt nicht wahr sein. Komm schon, Leute. Daumen drücken. Drittes Pack jetzt. Drei Packs haben wir noch. Und gleich zwei Packs. Komm schon, EA. Wo ist der Walkout? Da ist der Walkout. Let's go. Komm schon. Komm schon. Bitte, bitte, bitte. Frankreich. Ja. Es kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein. EA will uns so richtig trollen. Aber so richtig. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Einfach wieder 84er Koscielny. Leute. Also, nee. Weiter geht's, Leute. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin sprachlos. Wirklich sprachlos. Und da ist nach drei Packs das erste Duplikat. Drei Packs, zwei Walkouts, zweimal Koscielny. Soll ich euch was sagen? Mich würde es nicht wundern, wenn wir den nochmal ziehen. Aus den zwei Packs. Koscielny wieder am Start. Der erste auf der Transferliste. Und das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Da kommt wieder der Walkout. Da kommt Frankreich. Und der Troll schlechthin. Koscielny kommt um die Ecke. Oh, es kann doch nicht wahr sein, Leute. Echt, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Wir machen weiter mit dem nächsten Pack, würde ich sagen. Weiter geht's. Nicht lange rumschnacken. Nächstes Pack. Komm schon, EA. Weiter geht's. Wo ist der Walkout? Da ist er nicht. Da ist er nicht, der Walkout. Welche Karte wird es jetzt sein? Spanien, LM, das ist der 75er. Ja, also, das Muster lässt sich auf jeden Fall jetzt schon malen. Koscielny, 75er. Dann müsste ja im nächsten Pack wieder ein Franzose Walkout Koscielny drin sein, würde ich sagen. Das ist echt ärgerlich. Trotzdem, wir nehmen ihn mit. Und dann geht es ins letzte Pack, beziehungsweise ins letzte Pack von den fünf. Fünftes Team of the Week Pack. Let's go. Komm schon, EA. Ich will nochmal Walkout sehen. Komm schon. Guck, da ist der Walkout. Drei Walkouts aus fünf Packs. Komm schon, jetzt aber. Es ist Zapata. Kein Cavani, kein Mbappé. Aber es ist kein Koscielny, Leute. Und da muss ich mich einfach freuen. Dass wir jemanden anderen sehen, außer Koscielny. Let's go, Mann. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin zufrieden. Aus 5 Packs, 3 Walkouts. Beschweren kann man sich da eher weniger, würde ich sagen. 84er Team of the Week, Zapata. Let's go. Und da würde ich sagen, also dafür, dass es 5 Packs waren, jetzt im Nachhinein. Klar, EA hat uns eben richtig getrollt mit den Koscielnys. Aber dafür müsst ihr auf jeden Fall ein Like da lassen. Wenn ich dafür, also 5 Packs, 3 Walkouts, besser geht's nicht. Richtig geiles Pack. Opening, würde ich sagen. Und ich bin ein bisschen noch außer Atem. Bisschen so unter Schock, würde ich sagen, wegen dem Franzosen-Walkout. Trotzdem, Zapata, was kostet er? Wir checken es mal ab. Kostet ungefähr 25.000. Ach, Leute, ey. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr von den Packs haltet. Wollt ihr vielleicht noch mehr sehen von den Pack-Openings? Heißt, Team of the Week Upgrades. Vielleicht mache ich da noch ein paar.
Hau dann morgen vielleicht noch ein Video raus, würde ich sagen. Und ja, lasst mich, wie gesagt, gerne in den Kommentaren wissen. Zerstört den Like-Button, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und ja, dann weiß Bescheid, ob das Video euch gefallen hat. Wenn ja, zerstört den Like-Button. Lasst ein Abo da, falls ihr neu seid. Mich würde es auf jeden Fall extrem freuen. Und dann würde ich sagen, Schock jetzt erstmal verdauen. Zweimal Walkout, zweimal Frankreich, zweimal Koscielny. Kein Mbappé. In dem Sinne würde ich sagen, war es das mit dem Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euch wünsche ich natürlich viel, viel, viel mehr Packluck als mir. Und in dem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.